Und nun machen wir Lixfeld, hessenweit bekannt. Unser ausgelostes Reiseziel für den Aufbruch in den Alltag. Und es ist doch immer wieder spannend für uns und für Sie hoffentlich auch zu erleben, wie viel originelles Eigenleben die kleinen Gemeinden doch haben und welche Besonderheiten es jeweils gibt. Diesmal hat mir Rainer schon mal ein wenig verraten, mir nur sozusagen ein paar harte Brocken hingeworfen, nämlich Holz, Steine, Eis. Hoch auf dem Berg und auch noch tief im Wald, da liegt der See, in dem die Angelburger angeln. Das hat im strengen Winter zwar so seine Tücken, aber tatsächlich hat einer angebissen. Ja, tatsächlich, ja. Also Petri Heil. Jetzt ist er weg. Schade. Ja. Heute Abend ist ja für uns alle eine Mordsüberraschung, dass wir Lixfeld gezogen worden sind. Das ist ja fast wie ein Lottogewinn. Statt der Forelle hat Lixfeld die Hessenschau an Land gezogen. Mit der Feuerwehr von der Bundesstraße bis vor das Rathaus. Dass Sie mal ein Schnäpschen mit uns trinken. Aber sehr gerne. Einen echten Angelburger. Ach, das gibt's hier? Das ist alles von Weinzel. Da sind wir richtig. Von der Wand grüßt Lixfeld, übrigens der älteste Teil von Angelburg, das Team von Hessen 3. Und obwohl wir ja nun noch wirklich nichts geleistet haben, begeisterter Applaus. Danach im kurzen Überblick das Lixfelder Kulturleben. Der Frauenchor mit Inge Fucke, erst seit ein paar Jahren singen die Damen. In aller Eile war ein Gedicht geschrieben worden. Elfriede Wagner trägt es vor. Hier lässt sich's herrlich wandern, zu jeder Zeit und Stund. In unseren schönen Wäldern, es ist ja so gesund. Die Trachtengruppe Lixfeld mit einem Outfit, das sich sehen lässt. Vielleicht, weil es vor vielen hundert Jahren auch schon so zu sehen war. Trachtentradition. Lass ich es dir gleich sagen, es so ist es. Und einsame Spitze, der Männerchor, den Magda Schlepp trainiert. Der älteste Sänger, das ist Emil Dorndorf, 83 Jahre. Die Jungs sind so gut, dass sie schon viele Preise abgeräumt haben. Draußen schneit es wieder ein wenig, anderswo kommt das als Regen runter, aber hier sind wir eben ein bisschen in den Bergen. Am nächsten Morgen Lixfeld in Weiß. Das hier ist das Steinlager der Firma Reh und die Rehs sind Steinmetze, wie drei weitere Familien am Ort. Die tonnenschweren, wuchtigen Steinblöcke werden in glatte Scheiben geschnitten. Daraus sollen Grabplatten gemacht werden. Stunden braucht die etwa 3 Meter hohe Blocksäge dafür. Mit dem Flammenwerfer wird der Stein entwässert. Bahama Blue heißt dieser Granit, aus dem fernen Indien importiert. An anderer Stelle wird geschliffen und poliert. Das werden mal Grabeinfassungen. Apropos poliert, glatt wie ein Spiegel. Auf dem trockenen Granit kann Frank Reh nun seine Linien und Markierungen einzeichnen. Danach wird der Stein in Form gebracht. Weil es hier in der Gegend, am Fuß des Rothaargebirges, so viele Steine, auch den berühmten Diabas, gibt, haben sich die Steinmetze vor langer Zeit schon im Hinterland angesiedelt. Aber heute verlangt der Kunde immer feinere Gesteine. Die Felsen an Ort und Stelle taugen fast nur noch für Landschaft. Die Wilhelmssteine, aus denen sogar Bäume wachsen, erinnern an Herzog Willi von Nassau, der hier am alten Handelsweg an der Hohen Straße von Köln nach Leipzig einst rastete. Unter dem schwer mit Schnee bedeckten Tannen kommen wir mit Günter Louis ins Gespräch. Das heißt eigentlich doch nicht, denn Günter Louis spricht die Sprache seiner Heimat. Lange mal die Maus aus dem Sauermüsfass raus. Holt wieder mal die Maus aus dem Sauerkrautfass heraus. Aha. Das ist das. Und dann haben wir noch einen schönen Satz für Kuchenblech. Kücheblech heißt das. Kücheblech. Kücheblech. Beim Bäcker oder im Backhaus wurden dann die Kuchen gebacken worden. Ja. Das heißt ja Kuchenblech. Ne? Ja, das heißt Kuchenblech. Und auf Platt heißt das Kücheblech. Ja, aber wie kommt denn die Maus nun ins Sauerkraut rein? Ja, das ist reingefallen. Ach. Ja. Früher war das ja so, das Sauerkraut wurde eingestampft, ne? Ja. Für den Winter, für den Bauern, dass die was zu essen hatten. Das war Weißkohl, der wurde eingestampft. Mhm. Ne? Und man jetzt mal, jedes Mal aufs Neue wurde immer wieder, man wischt Wasser weg, dann kam das Kraut raus. Ja.
Und die Maus rein? Nein, und dann war wahrscheinlich dabei eine reingefallen. Ah. Naja, ist gut, haben wir geklärt. Hast du nicht gesehen. Schönen Dank. Jo. Bitte. Über die hohe Straße marschierte auch Napoleon mit seinen Truppen gen Osten. Links und rechts der Scheldewald, den hätten die Lixfelder einst kaufen können. Für nur 300 Taler, eben von Napoleon. Aber dem einen war es zu viel Holz, der andere gönnte der französischen Kriegskasse keinen Heller. Also sagte man dankend nein und kaufte seither für Tausende von Talern das Holz bei den Oberscheldern ein. Aber immer, wenn hier heute Holz versteigert wird und einer murmelt, eigentlich gehört das ja uns, dann ist der Mann aus Lixfeld. An die gute alte Zeit, als man noch mit Holz Fachwerkhäuser baute, erinnert die Lixfelder Heimatstube. Ein kleines, aber feines Museum, in dem sogar noch ein betriebsbereiter Webstuhl wartet. Hier in der Heimatstube ist auch das kleine Amateurtheater zu Hause. Die Lixfelder Laienspieler spielen eine Komödie aus der eigenen Dorfgeschichte. Guten Abend, Herr Akzepist. Was machen Sie denn hier? Nun ja, ich habe von einem hiesigen Bergmann erfahren, dass Sie ein Schwein zum Kauf anbieten. Freilich, alles Weitere kann man nur verstehen, wenn man Lixfelder platt beherrscht. Wichtig ist so, drangsaliert oder der Leu. Und wer beherrscht das schon? Eine Etage tiefer die Galerie von Hubert Blank mit Bildern von Bert Hubel, die auf den Kopf oder auf die Seite gestellt völlig neue Ansichten bieten. Nicht der Galerist allein, auch ein Förderkreis trägt diese Abteilung des Lixfelder Kulturhauses. Im Erdgeschoss eine alte Backstube. Ja, so lebt es sich in Lixfeld. 1.368 Einwohner hat das Dorf, aber die meisten sind tagsüber woanders. 95% der Erwerbstätigen pendeln aus. Erst abends sitzt man wieder beieinander. Oder man macht was zusammen, Modell und Original. Mit mehr als Tausenden von Arbeitsstunden haben die Gemeindemitglieder ihre Kirche vor ein paar Jahren selber restauriert und erweitert. Und mit viel Geschick. Das Dorf wird im Jahre 1238 zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Die Kirche hat Teile, die wesentlich älter sind. Im 8. Jahrhundert sollen hier Missionare Christen getauft haben. Und diese Wandmalerei hat die hessische Denkmalpflege auf die Zeit um 1180 datiert. Auf dem Altar finden wir eine prachtvolle Bibel aus dem Jahre 1703 und an der Kanzel ein Palmenmotiv, das so fast einmalig in Hessen ist. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, steht da, nein, es stand da, Feuereifer. Martin May am Amboss in seiner immer noch kompletten Schmiede. Das heißt, er, der Schmied, fehlt immer öfter. Es ist halt in der Branche nicht mehr viel los. So schmiedet er für Freunde und Verwandte oder dann, wenn wirklich mal was gebraucht wird. Und dann hat er Publikum. Vielleicht liegt die Zukunft im Schauschmieden. Hier die Nummer, früh biegt sich, was ein Hacken werden will. Bergleute und Bauern waren die Lixfelder, auch Schmiede, alles vorbei. Aber dennoch, irgendein Eisen haben sie immer im Feuer.
Ordnung? Ja, Sie haben das von der Maus vom Sauerkraut, das war einfach super. Ja, ja, ja. Das würden wir gerne machen. Mach so, hier sind wir. Oder hier sind auf Platz. Aber wir haben ihn aufgedrückt, glaube ich. Ja, wir haben ihn aufgedrückt. Wir haben auch schon vom Haus und danke, Herr Brummrüter. Ja. Auf das Wort. Gehen wir sogar hin. Alles in Eigenleistung macht ihr das. Ja? Ja. Nein, auch dann das Problem. Ja. Ich habe nicht aufgepasst.